Hallo, liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich wollte heute mal in Keep Up Survival wieder mal reinschauen. Das hat heute ein 10,6 GB Update bekommen mit neuen Pflanzen und so weiter, Tieren und was weiß ich alles. Ich werde diesmal aber neu anfangen, da es ja noch Early Access ist und so weiter, da kann es immer durch Updates und so weiter, sollte man bei so großen Updates auf jeden Fall immer wieder neu anfangen, da es sein kann, dass die alten Spielstände nicht geladen werden. So, klicken wir mal an. Game Mode Survival, Survival, Survival. Singleplayer, yes. Okay, es ist geändert worden hier. Finde ich auch ganz gut. Automatischer Save alle 15 Minuten. Und so weiter. Servername, ich. Description da. Und so weiter und so fort. Join Lobby. So. Okay. Dann starten wir mal. Also das ist schon mal neu gemacht worden. Übersichtlicher finde ich wesentlich besser. Schon richtig, richtig gut. Okay. Ich werde aber gerade noch mal ganz kurz. So, dann schauen wir mal rein. Also hier ist ganz normal der Anfang. Steine sammeln und so weiter und so fort. Na, wie es sich halt gehört. Und da flitzen Schnecken rum. Ja, zu essen können wir uns gleich da unten reinlegen. Na. Den Stein kann ich nicht aufheben. Pilze kann man aufheben. Was einsammeln. Bücher gehen nicht. Also hier. Das wird ein Widerstand sein. Essensvorräte, Taschenlampe ist auch ganz cool. Dreckiges Wasser ist das. Nee. Normales Wasser. Okay. Das ist leer. Hier kann man kochen. Ganz normal. First Aids. Das ist wichtig. Kondensator. Gut, dann haben wir hier mal alles so aufgesammelt. Hier mal die schön den Müll einsammeln. Den brauchen wir definitiv später.
Die kann man später zerschrotten und so weiter, aber damit will ich mich jetzt nicht zumüllen. Das ist Dreckwasser. Das kann ich da reinschmeißen. Eat. Kann ich auch direkt essen. Pflanzenfaser, das sind die großen Büsche hier. Okay, das ist geändert worden. Soll ich mal gerade hier erstmal das Zeug wegmachen? Das ist bestimmt als Sprungplattform gedacht, wenn man den Glider hat. Aber den kann man erst viel, 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 viel später bauen. Okay, das sind Behälter für für Kultur später kann man anpflanzen. Blueprint. Okay. Mal schauen, wie das. Aha. Okay, das ist geändert worden. Dann kann man nicht mehr abstützen. Er greift sofort nach der Leiter. Finde ich sehr gut. Das ist eine sehr gute Änderung. Da man oft bei so Spielen einfach dann abstürzt und dann ist man tot irgendwie mal so ohne Auszusehen. Das ist schon ein großer Steinbrocken. Ich weiß. Und da hinten drin ist auch noch was. Da sollte man echt so ab und zu mal. Eat, eat, eat. Ich will nicht zu viel mit mir sinnlos rumschleppen. Ich wollte eigentlich auch. Eigentlich mal gucken, so was es sonst so Neues gibt. Es sollen über 500 Tiere dazu gekommen sein. Mal gucken, wie es auf der Map aussieht. Oho. Sand, 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 Sand. Sand, 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 Sand. Okay. Da ist überall Sand, das sind Ruinen. Okay, das ist jetzt neu hier drüben. Hier ist noch nichts angegeben. Metall, Metall, das sind die. Da ist das Schloss. Eine Safe Zone direkt nehmen. Das sind noch ein Schloss, noch ein Schloss. Ah ja, herrlich. Da ist die Farm. Da werden wir jetzt auch gleich mal hingehen. Dann laufen wir hier rüber. Sand, Sand, so viel Sand. Das ist Wahnsinn. Okay, ja, dann schauen wir mal. Wenn ich jetzt haben wir auch, wenn man hier zwei hat. Aha. Baumenü. More Roof Options. Okay.
Keylog. Codelog, okay. Da brauchen wir Eisen. Da geht man wieder zurück. Man klickt einfach nur mit der Maus drauf und dann öffnet sich das. Also da sind nur Balken, Balken mit Bretter, ganzer Boden, okay. Was ist das? Aha. Alles klar, das ist Stroh wahrscheinlich. So wie das aussieht. So, jetzt wollte ich mal hier. Ach, das sind Wände. Okay, das ist jetzt alles so. Alles in einem. Ich will mir jetzt erstmal irgendwie eine Waffe bauen oder sowas. Da, Steinaxt, okay, 5 Sekunden. Stone Pick, okay. Aha, das soll eine Werkbank sein. Für Klamotten. Normal, Garten, Tools. Zelt ist ja klar. Leuchtfeuer, also ein Campfeuer, eine Fackel, Steinofen, also Stein- und Feuerplatz, eine kleine Aufbewahrungsbox, also das ist wie ein Holzgeflecht, wo du Zeug einlagern kannst. Das ist irgendwie ein bisschen Stoffgewebe und Blueprints. Okay. Alles klar. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Also hier ist so, es ist auch alles immer wieder immer schöner eingerichtet, die Häuser. Da hat sich einer Mühe gegeben, die Waschmaschine da hier und da. Oh, das ist ja mal richtig nice. Backpack. Zack, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Platz hier im Inventar. Sehr schön. Das freut mich. Mal gucken, was man da mit den ganzen Sachen da noch anstellen kann. Oh. Da haben sie Langeweile gehabt und haben den Hocker hier unter die Waschmaschine gestellt oder Trockner. Trockner, Waschmaschine, Waschmaschine, Trockner. Irgendwie sowas. Okay. Also hier habe ich ein Problem, das so ein bisschen aufzunehmen. Okay. Aha, jetzt. Okay. Muss halt ein bisschen versuchen. Ah, ein Waffenteil. Sehr gut. Ich habe zwar noch keine Waffe, aber was man hat, hat man, ne? Hier so ins Wohnzimmer rein. Was da Gutes gibt, da geht es noch mal raus. Da liegt überall Müll rum, ne?
Ja, da kann man hinten raus in den Garten. Ah, die kleine Ratte. Na, also so ein bisschen Probleme habe ich jetzt aber schon hier so ein bisschen mit dem Auflesen. Ja, da ist er sich wahrscheinlich nicht schlüssig, weil zu viel übereinander liegt. Was er da direkt als erstes nehmen soll, gehe ich mal stark von aus. Ja, der liegt immer zweimal übereinander. Deshalb klappt das nicht so ganz. Ja, soweit sieht es ja ganz gut aus. Man hört, na, die Ratte lassen wir mal in Ruhe. Ja, es liegt immer zweimal Müll übereinander. Und deshalb reagiert das nicht sofort. Batsch. Kriegst du so einen Schlag ins Gesicht. Schmeiße ich da unten rein. Die Kartoffel will ich nicht. Lassen wir mal da. Das ist gut. Der Müll ist okay. Kartoffeln will ich nicht. Glas ist wichtig. Und den können wir gleich mal essen. Na? So, nehmen wir dich mit. Ma? Alter Freund. Oben links hat man dann die Befehle. Jawohl. Brauche ich nicht. Bisschen sammeln. So ein Ding drin, Widerstand wird das wohl sein. Gehe ich mir stark von aus. So, hier haben wir auch noch mal ein Lebenspack. Sehr nice. Ach ja, hier kann man Wasser trinken. So. Der Name und der Lebensbalken von den Tieren wird auch noch kleiner gemacht. Das wurde mir versichert, dass das nicht so extrem groß ist. Okay. Jo, ist ja gut. Kann man den auch streicheln? Nee. Das wäre schön, wenn man da so eine Animation hätte, dass man seinen Hund streicheln kann oder irgendwie sowas. Das wäre echt schon mega cool. Ah, vielleicht kommt das noch. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt hier. Und dann gehen wir hier mal rüber, würde ich sagen. Wenn wir hier rüber sind, können wir hier runter. Und können uns das mal angucken. Und hier ist Castle und hier ist Castle. Okay, ich würde fast sagen, wir gehen da hoch. Alle ab. Querfeldein.
Ein Waffenteil. Eine Hose, die habe ich aber schon. Eine neue brauche ich, glaube ich, nicht. Die ist noch frisch. So, Dreckwasser, man weiß ja nie. Oh, Nägel. Was ist das denn? 12 Volt, Batterie leer. Okay. Oh, schau an. Guck an. Da ist ein Haar. Was ist das denn da unten drunter? Versteckt sich im Auto. Das ist doch ein Hase, oder? Aber der ist ein bisschen eichgroß, finde ich. Aber okay. Schade, dass der sich im Auto versteckt. Der hat ja keinen Grund, sich zu verstecken. Nauzi. Gut, dass man dich nicht füttern muss. Noch nicht. So. Ansonsten muss ich dir von mir was abgeben. Das ist kaputt, da gibt's nichts. So, komm, da gucken wir mal weiter. Da unten noch Feines gibt. Also hier rennen schon Wildschweine rum. Man sieht's. Na komm, Fifi, komm. Oh. Ein Hase. Rehe. Also hier sieht man schon ein paar Tierchen jetzt. Die sind das halt nicht mehr gewohnt, dass Menschen hier rumrennen. Na, jetzt hauen sie wenigstens ab. Sonst sind sie mal stehen geblieben, dass man sie streicheln kann. Eine Katze. Na, komm her. Ah, die will man nicht töten, nein. Eine Miezekatze. Ja, fein. So, dann schauen wir mal. Hier ist wieder eine Ratte am Werk. Ist wieder fleißig da. Ach, was machst du denn hier drin? Ja. Oh, eine fette Spinne. Alter Schwede. Ja, ein erstes Zelt. Da mal Rubbish. So, gehen wir hier mal ins Wohnzimmer rein. Immer schön alles durchsuchen. Dann muss ich schauen, dass man, dass er dann auch immer weg ist, dass man dann da auch wieder rauskommt. So. Nicht übereinander legen, leider Gottes. Schön wär's, weil die nehmen echt viel Platz weg. Okay.
Es rennt hier rum. Ist das eine Kuh oder? Ah, hier sind Hühner. Na, hier ist ganz schön belebt hier auf der Autobahn, du. Ofen. Schon mal. Ah, okay. Was zu futtern. Taschenlampe brauche ich nicht. Oh, wollte euch nicht stören. Entschuldigt. Leere Batterie. So, weitermachen, Leute. Wollen Sie ja nicht bei Ihr Schäferstündchen stören? Okay, hier ist noch Müll und so weiter. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Wollen jetzt erstmal auch nur so schauen. Was hier Sache ist. So, dann schauen wir mal. Also, wir müssen jetzt hier noch rüber und dann gehen wir nach rechts. Ach, wie süß. Ein verliebter Hase. Wie niedlich. Wow, hier ist nicht tief, da kannst du lang laufen. Oh, da ist ein Wolf. Da ist er ja. Ich nehme mal meine Axt in die Hand. Nicht, dass er mir hier in die Quere kommt, der Wolf. Oder die Wölfe. Und meinen hier. Siehst du, das sag ich doch. Den habe ich mit einem Hieb platt gemacht. Das ist ja noch die restlichen Zuckungen. Der folgt jetzt einem schön. Ab und zu mal war der auch mal weg gewesen und so weiter. Okay. Ein Hieb und die sind platt. Sehr gut. Also soweit ist es eigentlich echt schon schön geworden. Viel mehr Details dazu gekommen. Tiere, wie man gesehen hat, sind mehr. Sollen auch viel mehr Tiere für Unterwasser kommen. Na, der hat jetzt ein bisschen mehr gebraucht. Das war ein mächtiger Wolf. Oh.
Da werden wir mal einmal außen rumlaufen, weil das ist, hier ist was dazu gekommen. Das war noch nicht so viel, soweit ich mich das an das letzte Mal erinnern kann. Okay, hat einer einen Koffer vergessen. Gut, das kann man ja gleich essen. Schauen wir mal rein. Okay. Das ist ja ein Riesengebäude. Mann, oh Mann, oh Mann, ist das groß. Alter Schwede. Das ist schon fast ein Palast. Upsala, stehen bleiben. Schrauben mitnehmen. Nö. Ne, dann nehmen wir nichts mit. Das ist echt cool. Man sieht jetzt auch so keine baulichen Fehler. Es ist alles im Boden drin und so weiter. Das ist echt schon gut gemacht. Halt, was mache ich denn? Halt den Mist mal schön da drin. Schauen wir mal hier rein, was es hier Schönes gibt. Ach, das sind wahrscheinlich so vorgefertigte Dinger. Ups. Da geht es dann wieder raus. Okay. Und hier hinten geht es auch hoch. Nice. Wo geht's denn da eigentlich hin? Da sind wir jetzt. Hier ist das Fischdorf. Okay. Wir gehen jetzt aber hier rüber. Ne? Halten uns dann hier schon so ein bisschen rechts jetzt, dass wir hier wieder rüberkommen. Zur Burg wollte ich jetzt noch nicht. Dreckwasser. Machen wir mal hier rein. Nöp. Brauchen wir auch nicht. Ich finde es ganz gut, dass das nicht zu überladen ist. Was war das? Also hier hängt so ein bisschen. Na komm, Wauzi. Jetzt geht's wieder. Ja, das sind wahrscheinlich diese FPS-Einbrüche, was er gemeint hat. Aber da ist er echt noch hart dran am Arbeiten. Das ist nicht so einfach. Eine Menge Anzahl von Tieren oder KIs, auf so eine Map zu bringen, ohne diese Einbrüche. Aber es ist wesentlich besser geworden. Wo bist du denn, Wauzi? Bist du weg? Na gut. Dann schaue ich halt alleine weiter.
bisschen Ausdauer. Oh. Also den kann ich nicht töten. Doch, jetzt hat. Okay. Puh. Mit Mühe und Not gekillt, ey. Hier rennen auf dem Viecher rum, du Halleluja. Mann, oh Mann. Oben ist wieder ein Reh. Da kommt Wildschwein. Hier ist ein Kanickel. Ja, hier rennt streunt irgendwo eine Katze rum. Oh, da unten sind ja sind auch Häuser. Hervorragend. Da ist sie. Da ist die Miezekatze. Hi. Oh, das ist auch eine riesen fette Spinne. Da. So, gucken wir erstmal hier unten. Was da so Feines gibt in dem Haus. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen, das Haus. Da gucken wir mal hier rein. Naja, gut. Licht sollte man schon anhaben. Hier drin. Aha. Ein altes Bad. Okay. Oh, eine Leiter. Kann ich aber nicht mitnehmen, leider Gottes. So, wie schaut es hier aus? Ein Ofen. Ja, nice, echt. Hier ist zu. Das ist aber ein Riesengebäude, das glaubt man so gar nicht. Sehr gut. Lebenspäckchen. Oh. Kann man sich nicht hinlegen, schlafen, schade. So dass man die Nacht über übersteht, so ein bisschen. Na, bisschen Müll drin. Gut. Aha. Auch noch Batterien. Na, ein bisschen Platz habe ich noch. Weiß ja nicht. So, jetzt habe ich das ganze Haus abgegrast. Da unten ist ja noch ein Haus. Ja, herrlich. Sehr cool. Also da ist echt schon eine Menge Neues dazugekommen. Etliche Häuser sind dazugekommen. Und so weiter und so fort. Ist echt spitze. Hier kann man wieder was trinken. Mal gucken, wie man hier reinkommt.
Oder ob man hier reinkommt. Ah ja. Schauen wir mal. Oh, siehst du? Oh, die Spinne, die bewegt sich diesmal. Ja, cool. Ah, hier geht's gar nicht rein. Ja. Finde ich echt schick. Ja, davon habe ich eigentlich schon genug. Aber davon kann man nie genug haben. Hier kann man dann gleich in einen anderen Raum rein. Sehr gut. Jetzt kann ich hier rein. Wollte nicht unbedingt, wo die Spinne da rein ist. Da auch rein. Das ist groß, das Haus. Das täuscht ganz schön. Pizzakartons. Oh, das ist runtergekracht. Sehr gut gemacht. Ja, hier war ich noch nicht. Was ist das? Oh. Hip, Big Back. So. Da rein. Alles klar. Schauen wir mal nach oben. Also zu essen gibt es mehr als genug. Da muss man keine Tiere töten oder so. Ja, nice. Kurz auf dem Balkon austreten, ja. Das ist riesig, das Haus. Wahnsinn. Das ist echt gigantisch groß. Hier unten ist es. Na, da hat einer Blunder drinne versteckt. Also das ist echt schön eingerichtet alles. Richtig cool. Na, ich finde das aber besser. Ups. Brauche ich nicht. Ich habe so viele davon, die nehmen mir aber alle Platz weg. Es reicht eigentlich, wenn ich von jedem eins erstmal habe. Das sollte wohl reichen. Dann kann ich ja später immer noch zurückkommen. Echt gigantisch groß. Wahnsinn. Hätte
ich jetzt nicht gedacht, dass das so groß ist. Echt cool. Also, hier hat sich echt wahnsinnig viel getan. Es ist riesengroß geworden. Ich mache jetzt erstmal eine kurze Pause. Und später geht es dann nochmal weiter. Dann geht es weiter auf Erkundungstour, was es so Neues gibt.